Bewegungsraum ist für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Eine Fortsetzung vom Spielraum. Dort sind die Kinder frei, sich zu bewegen, ohne Anleitung des Erwachsenen. Viele verwechseln MEP damit, dass das Kind selbstständig sein muss. Aber es muss nicht selbstständig sein, es darf freiwillig selbstständig sein. Die Umgebungsgestaltung sollte so sein, dass das Kind sich sicher spürt, etwas Neues ausprobieren darf und dadurch, dass wir nicht eingreifen, hat das Kind die Möglichkeit, in seinem Tempo, in seiner Schnelligkeit etwas Neues zu erforschen und gewinnt dadurch unheimlich viel Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Die selbstständige Bewegungsentwicklung ist ein Hauptmerkmal. Der respektvolle Umgang mit dem Kind ist ein Hauptmerkmal von der Pickler-Pädagogik. Sollen wir es mal ausprobieren dann nächste Woche? Ja. Ja? Okay. Dann sehen wir uns ja Montag schon wieder, ne? Kommst du Montag? Kommst du Montag? Die Nase wehst du oder nicht? Ja, okay.